Und damit, hier Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Paper Mario Origami King Refolded. Wenn du dich da draußen jetzt fragst, was Refolded ist. Refolded ist eine Fanmod von Hunter Xuman, der das Spiel einfach ein bisschen verändert, aber so, dass es schon noch dem Originalen treu bleibt, aber es trotzdem verändert ist. Ich hoffe, ich habe das richtig erklärt. Und wenn du sowieso keine Ahnung hast, hast du die anderen Folgen nicht gesehen, die hier oben auf dem i verlinkt sind. Check die vorher erstmal ab. Und für uns geht es jetzt hier rein und weiter. Scheint so, als wäre das hier die letzte Ruhestätte von König Chamsis. Weiterhin ist mir nun klar, dass der Tempel von einem raffinierten Sicherheitsmechanismus unter die Erde bewegt wurde. Oh, dann hat der Tempel also einfach nur ein Schläfchen gemacht? Nein, Olivia. Es handelt sich um einen königlichen Tempel, der Eindringlinge und nun ja unautorisierte Nicht-Abonnenten fernhalten sollte. Wir sollten bei der Erkundung des Tempels in jedem Fall vorsichtig sein und sicherheitshalber den Kanal abonnieren. Aller Wahrscheinlichkeit nach steckt er voller Fallen. Okay, das klingt insane. Oh, die Musik. Komm, machen. Da sind einfach Spinnen, die mich angefallen haben. Oh, so richtig typische ägyptische Pyramidenmusik, wie man sie kennt, wie man sie liebt. So nicht anders, Mozart. Okay, wir haben die heiligen Toads, die irgendwie anders aussehen als... Wir kommen direkt in den ersten Kampf. Ja. Ich habe seit 2 oder 3 Wochen nichts mehr aufgenommen. Ich bin vorbereitet. Echt, bin vorbereitet. Das scheint aber nicht so unmöglich. Ah, Guys. Schaut doch die Mäuse zu hier. Bam. Der fast gar keinen Schaden macht. Okay. Wir probieren es mit den Ultrastiefeln und gucken, was wir an Damage rausholen können. Auf jeden Fall mehr als mit dem Auerhammer. Das ist wichtig zu wissen. Toad regelt wie ein Regelwerk. Der war richtig, es tut mir so leid. Der war richtig bad. Okay, wir steppen hier nach vorne. Hier ist Sand, hier können wir safe graben drinne. Ja, oh Mann, jetzt will ich überall graben. Okay. Hier haben wir jetzt auf jeden Fall eine wunderbare Treppe, die wir erstmal hochsteppen können. Das ist äußerst komplex. Die Grammatik ist sehr alt. Selbst für einen antiken Text, sogar die Satzzeichen. Das wird scheinbar eine Weile dauern, fürchte ich. Bleibst du jetzt da stehen? Ich habe eine Vermutung. Und meine Vermutung hat sich bewahrheitet. Das öffnet natürlich die Tür, wenn wir gleichzeitig links und rechts draufstehen. Bisschen obvious, easy. Wir steppen da direkt rein, da sag ich dir. Oh, es wird düster. Selbst für einen alten Tempel ist es hier ziemlich dunkel. Als Archäologe glaube ich nicht an Geister und ähnlichen Unfug. Aber das hier gefällt mir gar nicht. Zeig dich, Unhold! Da ist nichts, Meister. Das war mein eigener Schatten. Oh je, das ist gar nicht... Okay. What was that? Das war creep. Ach, come on. Was ist das denn? Machen Sie hier das Löchlein so. Ich würde hier gerne drüber hüpfen. Da ist jetzt immer wunderbar. Mario, was ist passiert? Hat dich der Fluch des Tempels getroffen? Natürlich weiß ich, dass es keine Flüche gibt, aber da war was. Ja, da war was. Ein Unhold war da. Was ist das? Okay, aber wir können hier speichern. Interesting. Wie komme ich da hoch? Hello? Ich habe keine Ahnung. Steppen wir erstmal weiter. Oh boy. Oh boy. Oh damn. Ballern! Also, danke, dass du dich um sie gekümmert hast. Ich hätte dir geholfen, aber wie gesehen, wie gesagt, ich habe Angst vor meinem eigenen Schatten, dementsprechend. Ja. Ey, lass doch den Tod in Ruhe. Der, mach mal Platz hier jetzt. Ist alles in Ordnung mit dir? What the hell? Was ist denn von hier? Sieht er völlig normal aus? Ist was mit seinem Gesicht? Es ist weg! Sein Gesicht ist weg! Das ist einfach nicht da! Ich hoffe, das tut nicht so weh! Wer würde einem armen Toad so etwas antun? Ich weiß es nicht, aber wir müssen ihn auf jeden Fall aufhalten. 1, 4, 2, 3, das ist safe wichtig. Wir gehen erstmal da lang. Oh, ich weiß ganz genau, wo wir sind. Hier wollte ich vorher nämlich schon hoch. Eine CD. Interessant. Wohin führte er mich denn durch diese Röhre? Oh. Okay, die Röhre ist blockiert. Sorry. Da geht's natürlich auch weiter, clearly. Boy, was sind das für Toads? So, wir kriegen natürlich wieder so einen Knochen. Ich weiß immer noch nicht, was wir mit diesen Knochen machen können. Wir kriegen eine feurige Tempelstatue als wunderbares Schatzmini. Wo geht's denn weiter? 1, 4, 2 und 3.
Hätte man sich aber auch denken können. Kommt der Toad mit? Was ist mit ihm? Oh, es wird wieder etwas mehr spooky. Mein Gott, ich habe mich halt Real Talk erschreckt. Interessant. Nanu, was? Was ist denn hier los? Ich bin Archäologe, kein Arachnologe. Aber das sieht mir zu riesig für ein Spinnennetz aus. An dem Buhu vorbei. Sehr, sehr schön. Ein bisschen eine Coin holen. Und natürlich auch die ganzen Löcher stopfen. Boah, die gehen kaputt. Hier geht's weiter. Ein Herz. Auch okay. Und da liegt wieder eine CD. Satte Vibes. Wir gehen mal durch die Tür. Ich denke mal, da geht's weiter. I'ma save you all. Ein Stern leuchtet den Weg. Hier, das ist doch so eine Sternform. Wait a moment. Und zack. Das war ja übel einfach. Aber ich habe mir das schwerer vorgestellt. Schade. Wir steppen in den nächsten Raum, in dem sich zwei Shy Guys befinden. Ich wollte die angreifen. Halt. Wir müssen dich durchsuchen. Ah, der nächste Kampf steht mir bevor. Bilde den Groove. Das ist ja richtig spaßig. Ich weiß nicht, was da gerade passiert, aber ich fühle mich plötzlich sehr beschwinglich. Mir fehlen die Worte. So etwas ist mir in meinem ganzen Studio noch nicht untergekommen. What is this? Da ist die Luftschlange. Sie führte diesen Nebenraum. Hey, DJ. Das nennst du Musik? Für mich ist das nur ein nervtötender Lärm. Hör auf mit dem Blödsinn und leg was auf, wozu ich tanzen kann. Wenn ich nicht gleich am Grooven bin, wäre das ein ziemlicher Gesichtsverlust für dich. Und zwar wortwörtlich. Yo, yo, lass mal stecken. Ich finde schon was Grooviges. Hey Mario, bitte rette mich, der Typ, der will groovige Mucke. Ich hab aber nix, ey, Mann. Hast du vielleicht CDs gefunden, wahrscheinlich? Oh, der klaut mir sonst mein Gesicht. Nicht dein Gesicht! Aber ich schau nach was Groovigem. Wir brauchen groovige Musik. Oh, 1000 Coins. Satte Vibes, klingt groovig. Oh yeah. Satte Vibes. Die sind so weibig und machen mich satt. Aber er scheint es nicht zu mögen. Ich habe mir so viel Mühe mit dem Gesang gegeben. Hier können wir auf jeden Fall durch. Ah, okay. Das ist alles so miteinander connected. Das ist nice. Jetzt aber ab nach hier unten. Da sind die Toads und wir sind hier oben. Das hier sieht mir verdächtig nach einer CD aus. Maxi Power. Klingt nach was Groovigem. Hier gibt es einen unsichtbaren Block, oder nicht? Nein? Das sieht aber so sass aus. Ich denke nicht, dass wir da weiterkommen. Deswegen geben wir dem DJ mal Maxi Power. Wir tanzen und tanzen zu Maxi Power. Wir sind so super krass und lassen alle ein Like da. Oh yeah. Aber er mag es nicht. Er ist einer der Leute, die keinen Like da lassen. Ich sag's euch. Schlimm, diese Leute. Es tut mir so leid. Das ist der Herzblatt-Hop. Wir tanzen alle so hart. Oh yeah. Und der Typ hinter der Tür, er hasst es und mir fallen keine Liedtexte mehr ein. Nach ein wenig Google-Zeit, wir müssen den Fackelhalter verschieben. Drei nach links über der Sonne gelegen, nur mit der Stärke von 10 kannst du etwas bewegen. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ich habe die CD gefunden. Ist es die letzte? Ich möchte doch einfach nur die CD haben. Das ist ja so useless. Shower Thrill. Okay. Wir gehen mal da weiter. Die Tür hat sich gerade geöffnet. Ah, na sieh mal einer an. Es ist der groovige Dance für den Mister hinter der Tür. Bitte komm jetzt endlich raus, wir wollen tanzen, tanzen mit dir. Er findet es auch noch groovig, das ist so super wie, weiß ich nicht was. Cool. Diese Bassline lässt meinen Körper Dinge tun, die ich nie für möglich gehalten hätte, oh yeah. Halt, Moment. Ich will auf der Tanzfläche nicht alleine sein. Warum ist hier tote Hose? Wer hat die Stimmung gekillt? Okay, wir brauchen Leute, die tanzen. Oh, wir können die Musik jetzt mitnehmen? Lauf herum und die Toads werden dir folgen. Wir brauchen 40. Alles klar, dann haben wir nochmal gespeichert. Und die 40 Toads werden dann beim nächsten Mal geholt, Guys. Wenn es ganz gefallen hat, hier ein Abo dalassen. Und hier auschecken, wie wir das Feuerpergamento besiegt haben. Es war so unfassbar schwer. Geisteskrank.